Hallo, last but not least, noch ein kleiner Beitrag zu Makros. Makros sind einfach nur, ja, bieten eine Zusatzfunktionalität, die weit über Markdown hinausgeht. Im Grunde müsst ihr euch das vorstellen als kleines Text-Substitutionssystem. Das heißt, ein Text, alles was mit Add irgendwie beginnt. Wenn wir jetzt hier mal hochgehen, wir haben zum Beispiel hier Autor, André Dietrich, das wäre zum Beispiel schon eine Makronotation. Dass diesen Autor können wir tatsächlich überall nehmen und ersetzen. Also irgendwo im Text erscheint dann, oder wie gesagt, dieses Kommando, addAutor wird durch das ersetzt, was hier hinter dem jeweiligen Doppelpunkt steht. Das heißt, E-Mail-Adresse, das sind alles spezielle Makros, Versionen oder müsst ihr euch vorstellen, Definition für DE, Import für andere Kurse. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ihr könnt direkt JavaScript-Bibliotheken einbinden. Das wäre dann einfach nur mit Script-Doppelpunkt und der jeweiligen URL der JavaScript-Datei. Und das Ganze geht natürlich auch mit CSS. Da wäre es dann Link-Notation. Da können mehrere URLs auch entweder durch Leerzeichen getrennt sein oder untereinander geschrieben werden. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das heißt, dieser Hauptdefinitionsteil, also das ist der Hauptdefinitionsteil, der gilt für das gesamte Dokument. Ihr könnt das Ganze aber auch noch überschreiben. Das heißt, nach jeder Foliendefinition oder nach jeder Slide, wie alles was mit Hashtag beginnt, danach kann natürlich auch so eine kleiner Definitionskopf entstehen und ihr könntet hier zum Beispiel sowas wie den Autoren überschreiben. Tiltantau. Was natürlich auch möglich ist, das Ganze kann ein Mehrzeiler sein. Und wie ihr gesehen, das Ganze wird natürlich auch hier dargestellt. Das heißt, für diesen Slide ist jeweils dieser Autor Tiltantau vielleicht und André Dietrich zuständig. Hier ist der Autor wieder nur André Dietrich. Ihr könntet auch den jeweiligen Sprecher, die Stimme, das heißt den Narrator hier für alle in dieser Slide oder in dieser Folie genutzten Sprachausgaben überschreiben. Ihr könnt aber auch ganz einfach selber Makros definieren. Das heißt, Autor, E-Mail etc. sind Standard-Makros, die Lia Script auch intern benutzt. Und wenn ihr das Ganze erweitern wollt, dann könnt ihr zum Beispiel sowas sagen wie Hallo, Doppelpunkt. Und das soll ersetzt werden durch Hallo Welt, sogar dick gedruckt. Hier könnt ihr natürlich auch, um das mehr kenntlich zu machen, das heißt, dass das ein spezielles Makro ist, das ihr benutzt, ist auch okay, da das Add direkt davor zu schreiben, damit das genauso aussieht wie im Text. Wie gesagt, das ist ein einzeiliges Makro. Das heißt, wenn ich hier versuchen würde, einen Paragraphen oder einen zusätzlichen Text einzubinden, dann wird das alles interpretiert, wie als ob das in einer Zeile steht. Das ist einfach nur, damit ihr etwas angenehmer Textersetzung schreiben könnt. Man kann das Ganze natürlich auch parametrisieren. Das heißt, wen möchte ich zum Beispiel grüßen? Ich grüße meine Mutti. Mutti, das heißt, hier muss ich natürlich irgendwie definieren, wo die jeweilige was ersetzt werden soll und wie. Das heißt, es gibt hier einfach nur die Möglichkeit für add 0. Das wäre der erste Parameter. Wie gesagt, ich grüße meine Mutti. Könnte hier noch mehrere Sachen hinzufügen, zum Beispiel Hallo. Ja, das ist natürlich nicht so interessant. Hallo Mutti. Komma. Fee. Das verstehen jetzt nicht so viele, müssen sie aber auch nicht. Aber im Grunde ist diese Nummerierung, egal, wenn ich hier die Reihenfolge ändere mit den Zahlen, dann ist natürlich grüße ich zuerst Fee und dann Mutti.
Wenn ich jetzt hier aber kompliziertere Makros haben möchte, zum Beispiel sowas definieren möchte wie eine Tabelle, das heißt, für mich wäre es wichtig, dass die Struktur, die Enter, die Leerzeichen, die Einschübe ersetzt oder richtig dargestellt werden. Dann gibt es eine Spezialnotation, das heißt, ich nehme hier einfach den Doppelpunkt weg und sage add hello. Das ist jetzt nichts anderes als ein. Alles, was hier drunter ist, soll tatsächlich so gespeichert werden mit allen Entern, mit allen Leerzeichen und nicht extra eingeschoben werden. Das heißt, das Ende gebe ich jeweils mit dem End an. Also hier könnte natürlich noch eine Tabelle folgen oder vielleicht eine Formel oder. Formula Inline. Das heißt, hier hat aber noch nicht, wir wissen noch nicht, wo wir Mutti oder wo wir Fee gegebenenfalls eintragen. Dann können wir hier das Ganze einfach auch ersetzen mit Add 1, Add 0. Hätte Mutti, hätte Fee, hätte Fee. Ja, genau. Das heißt, ihr fragt euch vielleicht, weil hier Parameter werden nur durch Kommas getrennt, aber wenn ich jetzt irgendeinen Text oder String übergeben möchte, ich möchte zum Beispiel Fee, Komma, die Sonne als einzelnen Parameter übergeben oder noch was viel komplizierteres. Wo wir jetzt leider vielleicht schon, vielleicht irgendwas auch was mit Klammern abgetrennt ist. Das heißt, wo du vielleicht auch keine schließende Klammer hat oder nur eine schließende Klammer, egal was. Das heißt, hier gibt es wie in Markdown auch, könnte diese Backticks-Notation benutzen. Das heißt, ihr schließt einfach die Sachen in einfachen Backticks ein und das heißt, alles, was hier drin steht, wird als ein Parameterstring übernommen und gespeichert. Die Fee und die Sonne. Wie man sieht, wenn es jetzt noch etwas komplizierter sein sollte, zum Beispiel, ich möchte mehrere Zeilen als Parameter übergeben. Das heißt, Multiline. Das heißt, wir machen das einfach hier in 3, schließen das in 3 Backticks ein. Hier, das wird mir das Ganze natürlich zerhauen, wenn ich hier ein Enter reinmache. Aber ich könnte hier noch zusätzlich ein Add 1. Ups. Add 0 einfügen. Das heißt, das kann natürlich auch ab und zu mal schwierig sein, das Ganze zu debuggen. Oder so mal so, ihr könnt das Ganze auch auskommentieren. Das heißt, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr, dass das auftritt oder genutzt wird. Das heißt, ihr nehmt einfach zwei Adds davor. Und was passiert? Das Makro existiert nicht mehr. Und der jeweils originale Text bleibt dann bestehen. So als visuelles Feature. Das heißt, drei Makros bei oder drei Adds, wenn ihr so ein Block Makro habt. Ansonsten, falls ihr ein normales Makro habt, das auskommentiert werden soll, dann mit zwei jeweils. Das wäre dann diese Notation. Wie gesagt, wir nehmen das mal wieder hinzu. Aber wenn ihr so Makros erstellt, das kann natürlich schwierig sein, die wieder zu debuggen oder wie sieht jetzt eigentlich die Struktur aus. Vor allem ist es auch möglich, dass andere Makros wieder Makros erzeugen. Das heißt, das passiert wirklich wenn das Dokument gelesen wird. Wenn ihr euch mal kurz anschauen wollt, was sieht eigentlich aus, durch was ersetzt wird, dann könnt ihr hier das Ganze auch escapen und habt hier so nochmal kurz visuelles Feedback. Ach, das ist jetzt der Text, der hier eigentlich erscheint oder sowas. Also der wird dann im Nachhinein tatsächlich vom Parser interpretiert und gelesen. Das heißt, wir hatten ja schon gesehen, das möchte ich nur kurz nochmal zeigen, dass mit diesen Makros kann man auch ganz schön viel Schabernack treiben. Also das ist hier vielleicht nicht so interessant, aber es gibt dieses Import-Statement, was nichts anderes macht, als einen anderen Kurs zu importieren plus die Makros und die Funktion, die er hier definiert hat. So dass ihr, wir können auch mal kurz auf die LiaScript-Übersichtsseite gehen. Hier bei Templates tatsächlich so eine Übersicht habt über, ich weiß nicht, wenn es Computeralgebra-Systeme sind oder sowas. Also hier ist das Verzeichnis, wo sich das Ganze befindet unter GitHub und ihr könnt das natürlich auch direkt aufrufen unter LiaScript. Das heißt, ihr müsst nur Import
das Textdokument direkt eingeben, bei euch importieren und habe dann Zugriff auf zum Beispiel Algebrit-Eval, je nachdem, wie es geschrieben wird. Und was ist das? Das sind wieder nur ein spezielles addAlgebrit.eval ist ein Makro, das ihr unter euren Code einfach schreiben könnt und ihr habt dann die Möglichkeit sogar Computer-Algebra-Systeme sowas zu benutzen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wie gesagt, alles ist frei, ihr könntet es auch kopieren. Hier wird die Definition des Makros und was ihr machen müsst, ist einfach nur unter eurem Code-Segment hier, dafür wird es genutzt, einfach add algebrit-eval zu machen. Das war's. Und es werden alle JavaScripts eingebunden, es werden alle, das Makro wird eingebunden plus noch eine kleine Danksagung, die dann erscheint. Also für jeden, der diesen Kurs einbindet, als Info, danke, das benutzt Algebrit von David Casal, Davide Dalla Casal und die Lizenz MIT. Also so kann man diese Information natürlich noch bewerten. Aber es gibt noch viel, viel mehr, was man damit machen kann. Hier, also es muss nicht immer nur etwas zu tun haben mit Programmierung. Es kann natürlich. Natürlich gibt es Python, SQL, Turtle oder so. Turtle ist gar nicht mal so schlecht für jemanden, der schönere JavaScript-Kurse bauen möchte. Damit kann man dann malen und tatsächlich auch hier mit Eingaben noch weitermachen. Ich könnte jetzt hier Code definieren oder direkt ausführen. Ups. Lass meinen Strich noch ein bisschen weiterlaufen. Also die Idee ist dann praktisch nur, dass ihr euch um diese Sachen gar nicht kümmern braucht. Das heißt, was muss ich wie programmieren, sondern im Grunde ist es nur, ich binde einfach nur dieses kleine, diesen kleinen Kurs ein und habe dann sozusagen einen Satz. Hier wäre es dann Add Tiny Turtle als Makro und kann diesen dann weitestgehend nutzen. Mal gucken. Processing, ach hier VTK vielleicht für die medizinische Visualisierung. Das dauert ein bisschen länger, aber das ist ein schönes Beispiel. Das geht natürlich auch, wenn man es programmieren möchte. Indem man 3D programmiert. Oder aber, das dauert ein bisschen länger. Notice might take a while. Das heißt, hier wird erst ein medizinischer Datensatz geladen. Und ihr könntet dann in eurem Kurs tatsächlich sowas wie einen CT-Scan benutzen. Das heißt wieder, wie sieht es im Original aus? Das heißt, hier wird nochmal beschrieben, wie binde ich das Ganze ein? Import, bla, der Kurs. Und kann das Ganze nutzen. Und wenn ich mir anschauen möchte, wie der Kurs jetzt direkt als Textdatei aussieht, dann kann ich das direkt auch nehmen oder selbst kopieren und habe dann die Möglichkeit, oben ist Definition, und kann das Ganze natürlich auch ja dann einfach integrieren in dem Sinne. Ich kopiere es, ich ändere es, mache meine Version daraus oder wenn ich nur ein bisschen ein paar Funktionen davon benötige, dann muss ich das alles nicht mehr schreiben, sondern das existiert einmal an einem Ort. Das war's.